Ja, guten Morgen, Frau Wiesfreunde. Montag, 2. Februar, morgens um 6 Uhr. Ich bin auf dem Weg in die Scheune. Die Tiere füttern, werde aber zuerst noch den Schnee räumen mit dem Traktor. Es hat wieder recht viel geschneit und auch stark gewindet diese Nacht. Also hat wieder viele Schneeverwehungen gegeben. Man sieht, hier hat es fast keinen Schnee. Und dort unten hat es wieder jede Menge. Hier kommt schon eine Wehe, oder wie will man dem sagen, eine Schneeverwehung. Hier dasselbe. Hier hat es auch wieder nichts. Dafür hier wieder umso mehr. Ja. Winter, wie er im Buche steht. Kalt, windig, viel Schnee. Ja. Passt zur Zeit. Und lieber jetzt den Schnee als dann im März oder April. Okay, gehen wir Schnee schippen. Die Zufahrt durch die Allee. Präsidentin Michelle Bachelet will das totale Verbot für Abtreibung in ihrem Land lockern, weil es jedes Jahr das Leben tausender Frauen. Ja, man sieht, alles zugeweht. Es wird heftiger Widerstand gegen die Vorlage erwartet. Es ist wieder mal gigantisch, sieben, an dem uns die meisten von uns Fuß haben. Das wird beim Nachbar, die Zufahrt zum Nachbar, das wird noch extremer sein dort oben. Also da kommt der Wind noch viel extremer rein. Ja. Hier die Gemeinde hat schon geräumt, sehr gut. Aber mit 2 Touchdowns hat Hertwitz das Spiel noch können kehren und Hohle mit 28-24. Das ist das, was ich gemeint habe zum Nachbar. Hier seht ihr noch den Pfahl. Und dort oben ist der nächste und das ist eigentlich die Straße. Aber das ist alles quer, eben zugeweht. Da hat es mindestens einen halben Meter Schnee in der Straße drin. Mal schauen. Eigentlich müsste ich ja schon hochkommen. Oder? Aber ja, das. Also man sieht es hier, extreme Verwehungen. Das wird hoppig, das wird schwer. Da muss ich zuerst rausstoßen. Das geht nicht mit Filmen. So, einige Zeit später. Alles rausgeschippert hier. Unglaublich, der Schnee, den es hier reingeweht hat. Jetzt mache ich noch das Finish. Die letzte Fahrt wieder runter. Aber hier war ich jetzt mindestens 10 Minuten am Schiffen, also am Pflügen, am Schnee pflügen. Wir sagen bei uns im Dialekt, sprechen wir von Schneeschiffen. Ist wohl nicht, soll ich sagen, ja. Alles andere als Neudeutsch und korrektes Deutsch, aber ist einfach so. Schneeschiffen, sagen wir. Ja, Schneeschiffen. Flügen, Schneepflügen. Schneeräumen, kann man auch sagen. Auch hier, man sieht, oder? Verwehungen noch und noch. So, jetzt geht es dann wieder in die Straße und so weiter. So, jetzt ist es fertig mit der Schneeräumung. Jetzt kann ich dann anfangen mit dem Füttern meiner Kühe. Hat wieder wunderbar funktioniert, aber länger gedauert als sonst. Selbstverständlich klar mit diesem Schnee. Aber sieht jeweils wieder ganz anders aus, wenn hier alles wieder geräumt ist, der Schnee weg ist. Aber kann sein, dass ich morgen früh oder vielleicht sogar heute Abend nochmals gehen muss, wenn es je nach Schneefall, wie viel das da noch zusammenkommt.
Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis.